So, das war's jetzt. Das Jahr 2020. Was für ein Jahr. Das kann man wohl sagen. Und wer hätte das gedacht, dass es so komisch wird? Keiner hat das geahnt. Wir haben jedenfalls viel Neues gelernt. Das stimmt. Ich wusste gar nicht, wie viele Virologen es so gibt. Und Systemimmunologen. Und jetzt kennen wir viele sogar mit Namen. Sie sind uns irgendwie vertraut geworden. Ich kannte auch keine 7-Tage-Inzidenz. Und jetzt kannst du schon selber Tabellen und Kurven schreiben. Man meint manchmal fast, du wärst ein ordinierter Virologe. So fühle ich mich auch. Und über Aerosole wussten wir ja auch so gut wie nichts. Ich wusste wirklich nicht, was wir so alles ausstoßen. Manchmal habe ich in diesem Jahr schon gedacht, wir sind wie Drachen, die Feuer spucken. Und dann erst die Instrumente, was die alles so ausstoßen. Denk nur mal an die Querflöte. Ganz, ganz gefährlich. Und ich habe die immer für harmlos gehalten. Bin ich froh, dass ich Orgel spiele. Die stößt ja so rein gar nichts aus. Also das ist wissenschaftlich noch gar nicht richtig untersucht. Warte mal ab. Wir haben übrigens auch gelernt, wie sich Quarantäne anfühlt. Ja, das fühlt sich nicht so toll an, kann man sagen. Und dann waren wir wieder frei. Das hat sich super angefühlt. Allerdings hatten wir auch Luxus-Quarantäne. Haus, großer Garten, Leute, die uns richtig nett versorgt haben. Für manche ist Quarantäne bestimmt bitter, wenn man in einer kleinen Wohnung lebt mit Kindern oder Jugendlichen, die nicht raus dürfen. Oh, und dann gibt es auch noch Vorwürfe dazu, man hätte sich das alles selber eingebrockt. Oder anderen. Naja, Luxus haben wir ja sowieso. Tolle medizinische Versorgung und die Aussicht auf Impfstoff für alle, die wollen. Wenn ich da zum Beispiel an Indonesien denke, da können die nur von träumen. Also ich finde, dieses Jahr hat ziemlich viel Gutes und auch viel Schlechtes sichtbar gemacht. Ja, das Virus hat sich überall dort eingenistet, wo die Verhältnisse sowieso schon dürftig sind. Denk mal an die Schlachthöfe. Ja, oder denk mal, was rauskam, die Schulen, die gar keine Seife hatten. Oder wo man die Fenster tatsächlich nicht öffnen kann. Manche Leute sind da wirklich über sich hinausgewachsen. Die mussten viel organisieren. Ja, da denke ich an die Pflegeheime oder die Schulen. Oder Krankenhäuser und Arztpraxen. Wir mussten ja auch auf einmal Hygienepläne schreiben oder uns ein Ticketsystem überlegen für die Kirchenbänke. Tja, das war spannend und das war tatsächlich Neuland. Die Musikerinnen und Musiker, die waren auch toll. Die haben dann auch gemessen und getüftelt, bis sie wieder proben konnten. Und der Posaunenchor hat draußen geprobt. Das war auch nicht schlecht, zum Beispiel am Hotel Annelie. Denn das hat den Leuten auch noch Freude gemacht. Gut waren sowieso die vielen Ideen, die da waren. Ja, ein Krippenspiel, bei dem die einzelnen Szenen aufgenommen wurden. Oder die Konfikrippen in den Glühweinhütten. Wir haben aber auch ganz schön gemerkt, was wir so vermissen. Ja, das kannst du wohl sagen. Es war mir auch gar nicht so klar, dass unsere Arbeit eigentlich fast nur aus Kontakten besteht. Das vermisse ich. Ja, das fehlt mir auch. Die Besuche, die Gespräche, das Kaffeetrinken, die Treffen in den Gemeindehäusern. Alles war weg. Nichts. Und erst der Gottesdienst. Weihnachten ohne Gottesdienst, ohne O du Fröhliche in einer rappelvollen Kirche. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und das habe ich sehr vermisst. Die Krippenspiele mit all der Aufregung drunter. Und sogar den ganzen Trubel, der mir manchmal im Advent auf den Wecker gegangen ist. Den habe ich auch vermisst. Ja, was für ein Jahr. Aber nun kommt ein neues Jahr. Erstmal ändert sich nicht so viel. Klar, aber es besteht doch Hoffnung. Und worauf hoffst du am meisten? Also ich glaube, es wird vor allem besser, wenn das Wetter wieder besser wird. Im Frühling, frische Luft, das wird alles besser machen. Bis dahin müssen wir halt durchhalten. Und es wird besser, wenn viele Leute geimpft werden können. Dann braucht man keine Angst mehr zu haben, andere Leute anzustecken. Und dann sind die Gefährdeten auch nicht mehr so gefährdet, jedenfalls nicht mehr von diesem doofen Virus. Es wird besser werden. Das ist ja jedenfalls schon mal sehr biblisch. Als Gärtner und Pastor würde ich sagen, wenn es beginnt zu wachsen, dann beginnt eine neue und bessere Zeit. Da müssen wir eigentlich nur noch durchhalten. Ein bisschen abwarten und Tee trinken und Bücher lesen und beten. Und den Humor nicht verlieren. Und barmherzig sein mit den Mitmenschen, mit denen, die Leid tragen und mit denen, die das Alleinsein und die ganzen doofen Maßnahmen manchmal einfach nicht mehr aushalten. Barmherzig sein, da denkst du an die Jahreslosung für das nächste Jahr. Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ah, super geraten. Und nicht den Mut verlieren. Das wünschen wir wirklich allen Leuten im neuen Jahr.